Selbstverständlich muss Deutschland das WM-Qualifikationsspiel am vierten Spieltag gegen Liechtenstein gewinnen. Viel interessanter allerdings ist es, wie das die deutsche Nationalmannschaft im ersten Spiel von Hansi Flick denn bewerkstelligen kann. In den weißen Trikots von rechts nach links die deutsche Nationalmannschaft natürlich im Angriffsmodus. Liechtenstein mit allen Mann hinter den Ball und trotzdem wird es in der Frühphase gefährlich. Und Deutschland kann in der fünften Minute schon zuschlagen. Kai Havertz nickt das runde Leder ein. Zu einfach, zu viel Platz bei der Flanke. Er läuft dann einfach durch, genau im richtigen Moment, auch keine Abseitssituation. Und so schnell kann das Ganze gehen. Deutschland hatte aber auch nicht 100% Tempo hier reingelegt. Das heißt, es ging gemächlich voran. Liechtenstein war froh, dass es hier nicht eine totale Klatsche gab. Nach 23 Minuten gab es dann aber mal wieder einen sehenswerten Abschluss. Diesmal von der linken Seite die Flanke, auch wenn es nicht wirklich gefährlich wird bei diesem Kopfballversuch. Diese Partie kannte nur eine Richtung, das ist auch wenig überraschend gewesen und nichtsdestotrotz musste man den Liechtensteinern attestieren, ziemlich lange gut zu stehen, aber es klapperte dann doch mal wieder. 31. Minute, diesmal wieder eine Flanke von der rechten Seite, das war tatsächlich ein sehr häufig gewähltes Mittel. Ob das jetzt nur spezifisch für das Spiel gegen Liechtenstein ausprobiert wurde, sei mal dahingestellt. Aber hier funktionierte es auf jeden Fall. Goretzka eben mit dem 0:2 und Kai Havertz dann fast mit dem 3:0. Knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Deutschland tat hier in diesem Spiel tatsächlich einfach seine Pflicht. Liechtenstein, wie gesagt, konnte man durchaus Respekt zollen. Die machten das gut und mit 0:2 nach 45 Minuten sah das Ganze dann auch noch recht gut aus auf der Anzeigentafel. Zweiter Durchgang, wieder Deutschland, auch mal nette Kombination. Kai Havertz hatte jetzt seinen Doppelpack, 48. Minute, das 0:3. Ging also gut los im zweiten Durchgang und da mussten die Gastgeber jetzt tatsächlich aufpassen. Nicht, dass es vielleicht doch noch in einer katastrophalen Klatsche endet, aber dem war nicht so. Auch wenn Deutschland nochmal kam, kurz nach der Pause, 55. Minute gerade durch. Ilkay Gündoğan geht relativ einfach Havertz, der hatte durchaus Lust, den Dreierpack zu erzielen. Hier zielte allerdings mal wieder am Tor vorbei. Das sicherlich vielleicht der größte Makel, wenn nicht sogar der einzige, die Abschlusssituation im Endeffekt nicht sonderlich gut ausgespielt in der Häufigkeit. Aber Liechtenstein hatte tatsächlich auch eine Chance und das kurz vor dem Ende. Das wäre sicherlich die Situation gewesen, um zum Held zu werden auf Liechtensteiner Seiten, aber der Ball geht über die Querlatte. So blieb es beim 0:3, Debüt also von Hansi Flick vollkommen geglückt. Liechtenstein hat sich aber auch gut geschlagen.